Ich begrüße euch wieder einmal hier zu einer neuen Runde Atlantis 2. Eine neue Folge, eine neue Aufnahme sogar. Auch das passiert. So, wir haben uns hier eingesammelt in... Also, ne, vorher haben wir uns eingesammelt. Wir haben uns alle, jeder von uns hat sich zahlreich hier versammelt, um bei den Maya hier den Göttern etwas preisen zu wollen. Vielleicht ein paar Preiselbeeren oder so. Und deswegen gehen wir einfach mal hier hin. Wie schön, dass du wieder da bist. Leg die Binden vor mich hin. Ich muss noch ein Opfer bringen. Jo, und da hören wir schon, was wir hier eigentlich zu tun haben sollen. Wir haben hier den König, der etwas am Schwächeln ist, weil hier so viele Opfer und sowas gebracht werden müssen, weil die Götter etwas erzürnt sind. Und das Schulel, oder was das war, das ist ein bisschen, ne, ein bisschen, bleibt ein bisschen aus, die Lebensenergie hier von den Leuten. Und deswegen wächst der Mais nicht. Und das ist alles ganz blöd und wir sollen jetzt dafür sorgen, dass der Typ hier nochmal ein bisschen was opfern kann. Damit die Götter etwas zufrieden gestimmt werden. Hier, bitteschön. Obwohl, erstmal reden. Erst die Binden. Leg sie hin. Ach Mensch, mal nicht so kleinlich werden. Bitteschön. Ich danke dir, Vetter. Du warst lange weg. Was hast du zu berichten? Der Feind ist stark und König Schul ist sehr kampflustig, hoher Gebieter. Wann werden sie hier sein? In 2 Tagen, weiser Mann. Dann werde ich sie nicht mehr sehen. Ja, das sieht ungesund aus. Kein Wunder, dass der Kerl schwach ist, wenn er das den halben Tag lang macht. Gut, haben wir die Dinger schon wieder bei uns? Nee. Wo sind die denn? Hallo? Wir reden erstmal ein bisschen mit denen hier. Wir haben hier 3 Personen. Wir haben den König, die Tochter und wir haben anscheinend den weisen Mann mit einer wunderbar angenehmen Stimme. Aber erstmal reden wir mit dem König. Ich habe mit eurem Bruder gesprochen, hoher Gebieter. Er glaubt nicht, dass Quetzalcoatl uns erhören wird. Mein Bruder sehnt sich schon lange nach Tezcatlipocas Tschulel und danach, ihm die Herzen unserer Feinde darzubringen. Nicht nur die unserer Feinde. Der rauchende Spiegel gibt uns sein Tschulel für unseren Mais nicht umsonst, Vetter. Wenn er uns Kraft geben soll, müssen wir dafür zahlen. Ja, ja. Hier die ganzen Götter und sowas, die sind tatsächlich, oder die ganzen Sachen, die hier eingebaut wurden, sind tatsächlich aus der Geschichte der Maya so überliefert worden. Hat einer von euch in die Kommentare reingeschrieben auf gronk.de. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber einen herzlichen Dank dafür. Ist ganz spannend. Also hat schon alles irgendwo auch einen gewissen Realitätsbezug, wenn auch wir, also wenn auch man sich das halt nur so vorstellt, ne, wie das hier gerade ist. Aber wir reden weiter. Eure Tochter ist noch sehr jung, hoher Gebieter. Der Jaguar-Gott liebt junges Blut, Vetter. Möge ihr Opfer unserer Stadt Tschulel bringen, um zu kämpfen und zu überleben. Ja, ich bin mir ja nicht so ganz sicher. Die Tochter sieht auch nicht sonderlich freundlich aus oder begeistert. Ihr werdet also nicht gegen den Feind ins Feld ziehen, hoher Gebieter? Mein Bruder wird König werden und unsere Armee anführen. Wenn Quetzalcoatl uns nicht erhört, vielleicht hilft uns dann wenigstens sein Bruder, der Jaguar. Das Herz eurer Tochter und das eure sind ein hoher Preis dafür. Wir werden unsere Pflicht tun. Viele werden auf Tezcatlipocas Altar sterben und noch mehr auf dem Schlachtfeld. Ist denn das alles notwendig? Wir werden eine sehr schlechte Ernte haben, hoher Gebieter. Ja, wie im letzten Jahr und im Jahr zuvor. Es ist das gleiche Übel. Haben wir noch genug Vorräte für dieses Jahr? Nein, noch eine Missernte und das Volk wird verhungern. Ja, okay, leicht verzweifelt wäre ich dann, glaube ich, auch. Vor allem als König hat man ja auch die Verantwortung für sein Volk. Da muss man, oder muss er, glaubt er zumindest, muss er sich selber hier opfern. Ach, guck mal, der latscht hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, weiser Mann, ne, mit deinem schönen Poncho oder was das ist. Erstmal die Tochter, die steht da so. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Quetzalcoatl hat einen festen Schlaf. Wenn er uns nicht erhört, werde ich mein Blut seinem Bruder opfern. Er wird uns erhören. Immerhin ist er sehr erschlossen. Was haben wir denn noch genau über den König? Dein Vater wird es weiter versuchen, bis der Mond aufgeht. Vielleicht erhört uns Quetzalcoatl doch noch. Vielleicht. Wenn nicht,
dann wird sich unser Volk dem Jaguar-Gott zuwenden. Noch ist nichts verloren. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen unsere Pflicht tun. Das hat mich mein Vater gelehrt. Immerhin versucht er, sie ein bisschen aufzubauen oder redet halt so, wie man das meistens tut. So, guten Tag, weiser Mann. Wirst du deinen Gebieter bis in den Tod begleiten, weiser Mann? Das würde ich gerne tun. Nichts wäre mir angenehmer, als meinem Gebieter auch in Xibalba zu dienen. In Xibalba? Der hohe Priester wartet schon lange auf diesen Tag. Ich hoffe, dass er noch länger warten wird. Unser Gebieter hat Quetzalcoatl viel Blut geopfert. Die gefiederte Schlange wird uns noch vor der Abenddämmerung erhören. Davon bin ich fest überzeugt. Das klingt, also die Stimme und die Art, wie er erzählt, erinnert mich gerade an ein paar ältere Hörspiele von Helge Schneider. Ja, sie sind immer leicht quäkig. Was halten eure Astrologen von dem Stern? Sie haben etwas von Zeichen und Omen gemurmelt, aber genaues wissen sie nicht. Ja, alles klar, mehr erfahren wir auch nicht. Was es also mit dem Stern auf sich hat, wissen die auch nicht so ganz. Wir sollen erstmal hier... Haben wir die Binden? Liegen die hier noch irgendwo? Nö, ne? Wir gehen erstmal zurück. Warte. Bring die Binden der Priesterin. Vielleicht wird uns Quetzalcoatl doch noch erhören. Ja, genau, das wollte ich doch machen. Och Mensch. Aber die lagen da nicht, sonst hätte ich die natürlich schon selbstständig mitgenommen. Und das hier ist anscheinend die Priesterin, weil es die, na gut, nicht die einzige Frau, aber zumindest ist sie sehr priesterisch hier. Und hat ziemlich wenig an. Ich habe die Binden. Gib sie mir bitte. Bitteschön, junge Dame. Lass uns beten, dass die gefiederte Schlange durch das Blutopfer des Königs erwacht. Erhabener Quetzalcoatl, gefiederte Schlange, Spender von Leben und Mais, erwache aus deinen Träumen und heile uns von dem Übel. Der Mais verdirbt auf unseren Feldern. Dein Chulel fehlt ihm. Unsere Feinde nähern sich in großer Zahl und unser König braucht deine Kraft. Möge dich dieses Opfer stärken. Alles, was ich in dem Rauch sehe, ist der Jaguar-Gott. Tezcatlipoca? Wie kommt denn das? Er ist sehr stark und sein Bruder Quetzalcoatl ist schwach. Und der König ist zu schwach, um unsere Armee anzuführen. Uns fehlt Chulel. Die Götter sind nicht leicht zufriedenzustellen. Jeder Gott hat seine Zeit. Vielleicht ist Quetzalcoatls Zeit vorüber. Jedenfalls sagen das Tezcatlipocas Priester und der Prinz. Und die Menschen glauben es auch. Trauen sich aber nicht, es laut auszusprechen. Denn sie haben von anderen Städten gehört, in denen der Jaguar-Gott über alle anderen Götter gestellt wird. Wir müssen uns den Zeiten der Götter unterordnen. Nein, das müssen wir nicht. Wir werden uns Tezcatlipoca nicht unterordnen. Du musst etwas dagegen tun. Ich muss etwas dagegen tun? Ja, das, was tue ich denn da mal? Aus dem Fenster gucken? Oh, schön. Hilft aber nicht so viel. Können wir jetzt hier mit reden? Sieht so aus. Denn wir haben ja hier ein Opfer gebracht. Vielleicht erfahren wir jetzt ja mal, was hier eigentlich los ist. Wie können wir den König vor seinen Feinden und vor Tezcatlipoca schützen? Quetzalcoatl schläft und seinen mächtigen Bruder Tezcatlipoca dürstet ständig nach unserem Blut. Du musst dich nach Xibalba begeben, in das Reich der Toten. Ja, ich werde der gefiederten Schlange mein Leben opfern. Nein, du sollst nicht sterben. Mit Toten verhandeln die Götter nicht. Du musst uns Chulel bringen. Wie komme ich nach Xibalba, wenn ich nicht tot bin? Ich schicke dich hin. Was soll ich dort tun? Du musst Quetzalcoatl finden, ihn aufwecken und ihn um Lebenskraft bitten. Aber wie? Und was, wenn er nicht mehr da ist? Er ist noch da. Er schläft. Wenn du Tezcatlipoca findest, dann findest du auch die gefiederte Schlange. Es sind Zwillinge. Wo der eine ist der andere nicht weit. Ich weiß nicht, ob du es schaffen wirst, aber du musst es versuchen. Wirst du es tun? Ich stelle mir das gerade so vor, ich gehe dahin, dummdi-dummdi-dumm, tipp dem Typ da auf die Schulter und sag: Hallo, ich hätte gern ein bisschen Chulel, weil der ist uns gerade ausgegangen. Wie wär's? Ja, wir müssen das natürlich tun, aber ich hätte gern noch gewusst, was wir sonst noch dazu bereden haben. Na gut. Na gut, vielleicht erfahren wir das noch später. Jetzt macht sie uns erstmal Feuer unterm Hintern. Erzittere, Erdenmensch. Dies ist Xibalba, das Reich der Toten. Ich weiß, aber ich bin nicht tot. Ich möchte zu Quetzalcoatl. Du bist nicht tot? Wer bist du? Ich heiße Tepic.
Und wer seid ihr? Ich bin der Fledermausgott. Ich empfange die Seelen der Toten. Die Lebenden kommen nicht hierher. Also bist du tot. Ich bin nicht tot. Ich suche die gefiederte Schlange. Sie wird mir Chulel geben. Und dann kehre ich ins Reich der Lebenden zurück. So, so. Das ist aber höchst ungewöhnlich. Das ist gegen alle Prinzipien. Die Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, erhabener Fledermausgott. Ach ja. Erwarte nur keine Gefälligkeiten meinerseits, Tepic. Was mich betrifft, bist du genauso tot wie alle anderen. Ich muss ja sagen, also so, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber so ein gewisser Humor springt in den Gesprächen doch durch die Gegend. Wo ist denn der Vogel? Also ich meine, das die Fledermaus. Ach, da hängt sie. Och, oh, extra einen eigenen Ast dafür. Können wir wieder zurück, oder wie ist das? Nanü? Aha, aha, aha. Ja, da können wir gerade mal nichts mitmachen. Oder? Nö. Oder so? Nö. Hm, na gut. Ich weiß immer noch nicht, was wir eigentlich mit der Kugel sollen. Die haben wir noch nie irgendwie in diesem Modus benutzt. Aber egal, wir reden erstmal ein bisschen. Ihr sagtet, ihr empfangt die Seelen der Toten? Genau. Ich prüfe sie. Was bedeutet das? Ich prüfe, welche Seelen die Regenbogenbrücke überqueren dürfen und welche nicht. Aber sehr sympathisch, das Viech. Wie bereits gesagt, ich bin auf der Suche nach der gefiederten Schlange. Da hast du kein Glück. Quetzalcoatl ist nicht hier. Du bist umsonst hergekommen. Mag sein. Ist Tezcatlipoca vielleicht hier? Erst Quetzalcoatl und nun der Jaguar. Wo der eine ist, ist auch der andere, hat man mir gesagt. Du bist gut unterrichtet, Tepic. Ja, Tezcatlipoca könntest du hier finden. Mit viel Mut. Und wie und wo? Du musst über den Fluss auf die große Insel. Das ist aber nicht einfach. Du musst Chuck um Hilfe bitten. Wo finde ich Chuck? Auf der kleinen Insel natürlich. Aber auch dorthin gelangst du nur über die Regenbogenbrücke. Meint er etwa Chuck Norris? Ich glaube nicht. Was haben wir denn noch? Ist die gefiederte Schlange, so sieht die also aus. Gut, fragen wir, was das Viech zum König meint. Unser König hat Quetzalcoatl angefleht, uns Chulel zu geben. Natürlich ohne Erfolg. Quetzalcoatl schläft nämlich. Ich werde ihn aufwecken. Erst musst du ihn finden, Tepic. Ja, ach komm, das sind Details, die, damit wollen wir uns nicht aufhalten. Ihr habt vorhin eine Regenbogenbrücke erwähnt. Ja, wenn du Tezcatlipoca finden willst, musst du über die Brücke. Darin besteht die Prüfung. Für die Seelen der Toten? Sehr richtig. Deine Seele kann versuchen, hinüberzugehen auf dem Boden. Was muss ich tun? Ganz einfach. Zunächst muss deine Seele den Weg zur Brücke finden. Dann muss sie die Brücke wieder aufbauen. Dann kannst du sie mit deiner Seele überqueren. Ja, gut. Wie komme ich über den Fluss? Mit dem Boot auf der anderen Seite der Brücke. Geh über die Brücke und nimm dir das Boot. Also müssen wir erstmal auch hier, ne, die Brücke bauen mit dieser ausführlichen Bedienungsanleitung, die wir gerade gehört haben. Ich weiß immer noch nicht, was es hiermit auf sich hat. Okay. Na gut, jetzt weiß ich's. Wir haben hier... Was haben wir denn hier? Das schauen wir uns später an. Ich gehe mal raus. Hallo, raus? Hallo. Lass mich raus. Ach so, okay. Ein gebeherzter Druck auf Escape. Hier ist der Fluss. Aber schön bunt hier. Es fehlt nur noch eine Brücke oder ein Boot. Man weiß nicht so genau. Weil wir erst über die Brücke sollen und dann zum Boot, geht's hier noch zur anderen Seite hin. Hier geht's noch einmal rum, okay. Aber auch nur hier hin. Schauen wir einfach mal. Da ist ein Stern. Aber mehr gerade auch mal nicht. Nö. Schade. Na gut, dann gehen wir eben zurück. Wir haben ja jetzt eine Sache, mit der wir uns beschäftigen können. Wir sollen was hier mit, ne, mit der Brücke und Fluss und sowas machen. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Da rennt jemand gegen die Wand. Ach, guck mal. Das heißt, wir haben hier eine Fläche, da ist eine Figur drauf. Ich vermute mal, die muss dann irgendwie, also die rennt hier den Weg lang. Hier sind ja farblich markierte Stellen. Ach guck mal, wir können das einfach tauschen. Ich weiß nicht, also Regenbogen ist ja, ne, ich vermute mal, dass die Person das Regenbogenfarben technisch
den Weg ablaufen muss. Was jetzt nicht unbedingt so das ist, wo ich mich drum reißen möchte, das hier einzustellen. Vor allem ist die Frage, womit fangen wir eigentlich an? Blau, das ist... Moment, mit welcher Seite fängt denn so ein Regenbogen normalerweise an? Ist natürlich Ansichtssache, aber ich meine das mit Orange auf keinen Fall. Machen wir einfach mal Rot hier rein. Oder hatten wir das gerade? Nee, ne? Das wird nicht funktionieren. Haben wir hier ein Stück, wo gar... Achso, das ist... Genau, das... Ist gar nicht so einfach. Wo haben wir denn eigentlich Gelb? Oder ist es das Orange hier? Ah ne, hier ist Gelb. Da versteckt sich so ein kleiner Zipfel. Okay. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mit Rot an. Das heißt, der trampelt da durch die Gegend. Geht... können wir die drehen? Oh, ach, okay. Wir können ja auch drehen, alles klar. Das macht es durchaus einfacher. Oder auch nicht. Also, macht es schon schwierig einfacher, ne? Wisst ihr ja schon Bescheid. Gelb. Ich lasse ihn einfach mal durchlatschen. Was passiert denn dann? Okay. War das jetzt richtig? Schon? Okay, der rutscht da runter. Rennt dahin zum Orangenen. Rennt immer noch weiter. Und kommt da oben raus. Okay, das heißt... wo war denn das Gelbe? Da ist das Gelbe. Vielleicht ist es ja so, dass es hier dann rumgeht. Dann müsste allerdings das... Grüne kommen. Kann man das überhaupt... Ich meine, das geht dann nach oben da weg. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Der würde dann im Irgendwo hängen bleiben. Ich weiß halt nicht, ob es gerade mal die richtige Reihenfolge ist. Ich glaube aber, dass ich werde mich dann mal ganz kurz informieren. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge hier dann wieder bei Atlantis 2. Wenn wir den Kerl hier mal, ne, die richtigen Farben hier auf die Sandalen kleben. Auf Wiedersehen und tschüssi.